kein Boss. Langweilig. Ich bin Bosskind. Mehr Spinnies. Wer bist du? Du gehst Scheißdreck an. Das sind all diese Dinge, du hast sie wirklich zurückgebracht. Das ist halt ein Topf. Wir werden also nicht verhungern, zumindest nicht unsere Kinder. Du bist so gar nicht wie die anderen Fremdlinge, die wir getroffen haben. Ich danke dir. Ich besitze zwar nicht viel, aber wenn wir es was ich tun kann, dann lass es mich wissen. Alles klar. Haugen will, dass ich zur Nordseite komme? Ist der verrückt? Überall sind Banditen. Wie, du hast dir auf den Weg hier aus dem Weg geräumt? Warte mal kurz. Wow, es sind jetzt tatsächlich weniger. Vielen Dank, ich gehe zu ihm, wenn ich hier fertig bin. Wie, wo die anderen Nomaden sind? Die müssen bei der Salzmine sein. Allerdings ist die Lage dort auch nicht besser. Bist du auf dem Weg dorthin? Wenn ja, kümmere dich bitte um die Banditenlager. Bitte, beseitige sie. Wer bist du? Etina. Herr Sien ist total hier der Geschäftsmann. Ich wette, er konnte sogar Salz an Nomaden verkaufen. Ich sollte dich dafür bezahlen, nicht wahr? Nur eine Sekunde. 1, 2, 3, 4. Bitte, beseitige sie. Ja, ich bin doch eh dabei. Achso, da. Da ist ein Tor. Oh, ich kann die Wachtürme zerstören. Scheiße, ihr nervt's, ey. Das war schon. Na gut. Na komm her. Oh. Ich hab keine Lust mehr, lauf mir hinterher oder halt's Maul. Irgendwo müssen doch diese Banditen herkommen. Oh, die Animation für Wachturm ist im Eimer. Der bricht gar nicht zusammen. Ja. Wo ist das? Was zur Hölle sein hier? Nein! Wow. Jetzt sind das Kaktusmonster? Oh, das sind die Pferdis, oder? Okay, da waren die Pferde. Wir Nomaden haben unser ganzes Leben im Sand von Judäa verbracht, ohne unsere Fußabdrücke in der Wüste zu hinterlassen. Ja, aber die betonen es. Aber die betonen es, und hinter dir erkenne ich eine lange Fußspur. Ich bin keine Diebin. Ha, ich habe nur einen Scherz mit dir erlaubt, du musst dich gleich so ernst schauen. So, ich weiß wer du bist. Der Wind von Judäa hat es mir zugeflüstert. Das ist noch nicht alles. Der Wind hat mir auch gesagt, warum du hier bist. Du bist die Kriegerin der Sonne, die uns Nomaden vor diesen heimtückischen Hügel, Munkas und Valokakteen retten wird. Oh, du wirst auch Munkahörner und Valokakteen-Dorn zur Heiligen von Judäa Ayala bringen.
Ein ganz schöner Chef, nachdem ich nach so langer Zeit erneut mit die Gabe der Prophezeiung verwendet habe. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Nun kriege ich in der Sonne und der Wind von Judia wird dich führen. Okay. Bist du Aya? Nee. Du bist auch nur irgendwer und niemand. Munga-Hörner. Dann sammelt euch mal hier. Ausverkauft. Ja, ich hab scheinbar die Hörner. Wozu geht's dann hin? Oh, ich stehe davor. Bekäme ich doch nur eine Chance. Da ist die Eier. Sehr gut. Warte, er hat sich schieben. Mane gebeten, das zu tun. Ayala berührt ihre Stirn mit ihrer Handfläche. Ah, dieser Sträuchschi, Mane. Ich bat ihn, mir ein paar Nadeln zu besorgen und dann hat er dich darum gebeten. Mein direkter Nachbar Martana aber, hat bereits zu den Waffen gegriffen, doch Shimane wird niemals erwachsen werden. Aber wie auch immer. Ich hörte, du hast die Banditen verjagt. Danke. Lag auf dem Weg. Wir sind nur Fremde für dich, aber trotzdem hast du uns geholfen. Wenn wir irgendwas tun können, um uns zu revanchieren, dann lass uns das wissen. Schaut auf jeden Fall stylisch aus. Willkommen. Hallo. Ich war schon früher da und habe mich umgesehen. Ist doch vorher da. Bisher habe ich noch keine brauchbaren Informationen erhalten. Die hiesigen Nomaden haben mir gesagt, wie nützlich deine Hilfe für sie war. Dann solltest du dich bei ihnen über den Morai-Ruinen erkundigen. Sie können weiter nützliche Informationen preisgeben. Ja, scheinbar. Ich soll dir von den Morai-Ruinen erzählen? Ich dachte immer, die wären nur ein Mythos. Solche Geschichten sind genau das Richtige für Oma Donna, alte Legenden. Wüste gibt es Monumente, die in den alten Geschichten eingraviert sind. Vielleicht handelt es sich ja von diesem Ort. Was mein Gedächtnis mich nicht täuscht, befindet sich einer dieser Monumente bei den Salinen, wo die Banditen lagern. Der alte Phobet liegt dort auf der Lauer, um uns von den Banditen zu informieren. Warum gehst du nicht zu ihm? Das Gebiet ist voller Banditen. Bitte sei froh. Vielleicht kann uns dieses alte Monument ein paar Geheimnisse von Enkavia verraten. Was willst du denn jetzt mit Kaviar? Enkavia ist ein Königreich, das in Judia einst prächtig gedieh. Und die Hauptstadt dieses Reiches war Moria, bis das Reich eines Tages wie vom Erdboden verschluckt wurde. Vielleicht besitzt das Monument hier eine Geschichte über Moria, die darauf eingraviert ist. Abenteurerin, würdest du dir das bitte ansehen? Mich nach weiteren Informationen erkundigen, während ich den Leuten hier helfe. Alter, du bist doch dann sowieso schon wieder da, wenn ich irgendwo hinkomme. Achso, ja, warte mal. Wo ist denn das? Konzentriere dich auf das Mögliche. Sei realistischer. Ach, diese Drecksack-Fremdling. Warte, du bist doch der, der die Banditen verjagt hat. Vielen Dank. Wo kommt denn das her, Alter? Wo wissen die das denn alle? Durch den Wüstenwind. Vielen Dank, doch was führt dich überhaupt hierher?
Ein Monument. Ich habe es irgendwo in diesen Salinen gesehen. Das Problem ist nur, dass die Salinen aktuell von den Banditen besetzt wird. Sie zu überwinden. Mehr, der sich noch für diesen Ort interessiert. Aber es ist schön, dass es der Fremdling tut. Doch sei vorsichtig. Wärst du so freundlich, einen alten Mann einen Gefallen zu tun? Ach ja. Ganz plötzlich kamen all diese Banditen aus dem Nichts und haben den Nomaden die Salinen geraubt. Blockieren den Felsen, damit die Salinen erledigt ist. Bitte erteile degenerierte Subjekte eine Lektion. Ja, klar. Wer bist denn du? Delru. Du schaust auch schon wieder aus wie der andere Typ. Siehst du die Banditen bei der Saline dort drüben? Sie haben sie innerhalb eines Tages erobert und Nomaden gefangen genommen. Schon viel von dir gehört. Bla bla bla. Diebe haben die Salzmine besetzt. Alter, ich habe schon so viele von denen gekillt. Ne? Vor allem, die sind ja schon gleich wieder. Oh nein, schon 4 erledigt oder was? Mal. Einmal. Die Dinger da? Verbrennen den Salzhaufen. Das ist ein Sacksalz. Wow, einen? Blockierende Felsen, achso. Was sind denn wasserblockierende Felsen? Ja, kommt mal her da. Okay, mal kurz husch aufs Pferdchen. Weil ich keine Ahnung habe, was diese wasserblockierenden Felsen oder wo die sind. Oder? Ah ja, warte mal. Ich frage mich immer, wo so ganze Banditendinger eigentlich herkommen. Ich meine, kannst du mir nicht erzählen, dass dann irgendwann plötzlich eine Banditenhorde von 2 Millionen Leuten herumrennt? Soll die denn so ein Monument sein? Ist das? Nee. Ich sehe kein Monument. Ich sehe noch kein Monument, Mann. Warte, dahinter geht's ein Stück. Ja.
Wo ist denn das Monument? Steinmann. Morai, die Hauptstadt Enkavias, gelangte unter dem mächtigen König Kisar zu Harmonie und Wohlstand. Aber als der Held Lutera das Siegel im Herzen von Morai hinterließ, bildete sich ein schwarzer Riss. Kisars schwelender Neid auf Lutera verbreitete sich schnell durch die Stadt und wurde zu einer grausamen Finsternis. Na gut. Super, dass ich jetzt die Karte übersehen habe. Oh, wow. Der kann weit fliegen. Wo jetzt hin? Ach ja, genau zurück. Ich kann mich hier porten. Und der andere will reiten, oder was? Ah, ne, jetzt merkt er, dass er sich porten kann. Aber ich bin zuerst da. Konzentriere dich auf das Mögliche. Sei realistischer. Denn du, während du Dieb abgelenkt hast, konnte ich viel meiner Leute retten. Konzentriere dich auf das Mögliche. Ja, wenn du meinst. Sei realistischer. Irgendwie schauen die alle gleich aus. Haha, ich sollte besser. Alle Einhalt geboten werden. Hier, bitte such dir was aus. So wie ich mir was aussuchen könnte. Hast du das Monument gefunden? Moment, gefunden, freut mich zu hören. Der Priester, wenn er herkam, ist fort. Er meint, er wollte weitere Monumente Ausschau halten. Wir stehen für immer in seiner Schuld. Ja, dass der immer vorrennt, ist mir klar. Nachdem der Priester weg war, habe ich eine Nachricht von Sark erhalten, der den Banditenunterschlupf ausgespäht hat. Der dreckige Bastard, sie verlangen für die Person, die bei einem Angriff auf uns entführt, ein Lösegeld. Da du für uns bereits eine Menge getan hast, wage ich nicht, dich um noch einen Gefallen zu bitten. Allerdings gibt es sonst niemanden. Unsere Situation ist wirklich übel. Wir schaffen es trotzdem nicht, uns alle zu organisieren. Wie armselig. Wenn wir das nicht schaffen, gibt es für die Gefangenen keine Hoffnung. Sie garantiert geschlagen. Also erledige ihn. Ja, das Übliche halt. Ich zähle auf. Oh, was mit dir, Alter? Ich habe eigentlich nicht nach der Hilfe eines Fremdlings gefragt, aber wenn du schon mal hier bist, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach was. Laut Matana, den Unterschlupf der Banditen ausspäht, sollten die Banditen ihre Waffen und Wasservorräte haben. Das ist eine gute Gelegenheit, um sie zu schwächen. Blablabla, bla, bla, zerstörtes Zeug, etc. etc. Wollen die uns jeden Tag so schnell, holen wir unser Salz! Da drüben. Okay. Lol. Kleine Scorpies. Oh ja, stimmt. Also warte, irgendwas greift mich an. Warte, wie komme ich da raus? Bestätigen? Abbrechen? Nein. Okay, doch bestätigen, glaube ich, oder? Oh, ja, okay, jetzt. Kleinen Nervenstecken. So, jetzt mal ein Stück weggehen und dann das machen. Die Skorpione greift mich wirklich sicher an. So, wo war es jetzt nochmal? Kam fertig. Bewegungsgeschwindigkeit plus 20. MP-Kosten minus 50. Magiekontrolle. Blutungseffekt. 1,5 Sekunden, 124 Schaden. Pro Sekunde. Flinke Bewegung. Ja, nehmen wir das. Schnell ist immer gut. Vielleicht. Hallo, ist aus der Bahn da. Mehr los. Alle versammeln. Und jetzt gibt's auch die. Fuck. Ich glaube, ich habe die unterschiedlichen Stadt haben, weil manche überleben und manche halt nicht, obwohl die voll im Strahl stehen. Oh, mach doch runter mit dir.
Hey, der Sack da hinten schießt auf mich. Ah, scheiß drauf. Ich kann verstehen, wenn es eine Bande wäre von 20, 30 Banditen oder sonst irgendwas, aber was sind das immer? Hunderte? Ich meine, wo kommen die denn alle her? Und dann braucht man 10, wenn ich jemanden. Der wird ausräuchert. Ah ja, da ist es. Geil, der macht es bitte böse Banditen, wenn es immer die Stöcke sind oder irgendein Scheiß. Nee, da bin ich hinterhergelaufen. Okay, Waffenstände habe ich scheinbar abgehakt. Kann ich da hochklettern? Scheinbar nicht. Ah, was ist das? Zack, Nummer 1. Das sind ja die Gefängnisse. Ich finde ja, weil es nicht mehr realistisch ist, wenn du dich begleiten müsstest. Hä, der geht ja nicht mehr kaputt. Hä, warte, ich kann ihn nicht zerstören, aber die schreien um Hilfe. Was soll der Scheiß geben? Na gut. Das kriege ich überall zu hören. Bitte hilf mir und lass mich frei. Und ich darf's halt nicht. Diese bösen Entwickler. Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt hat er ein Genick gebrochen. Spiel zu Ende. Bitte hilf mir. Die Welt konnte nicht gerettet werden, weil der Held sich selbst umgebracht hat. Was ist das? Ups. Ach geil. Eine Seite. So, was ist da oben? Achso, ja, da wird der Boss sein, oder? Okay, sauber machen. Oh, okay, eigentlich habe ich mehr Dreck gemacht, aber... Bitte hilf mir! Weißt du, bitte hilf mir, ich darf dir nicht helfen. Ich meine, dieses App. Ich höre doch irgendwas. Ah! Okay, jemand besiegt hier gerade. Mach mal mit. Warum habe ich hier. Also. Ich habe eine Schatzkarte bei einem Nomaden gefunden. Aber sie ist alt und kaum lesbar. Boss, schau dir die mal an. Die und ihre Schätze immer. So, wie komme ich jetzt hier am schnellsten runter? Ganz scheiß Weg wieder zurück, oder? So. Oh. Ich und die Knöpfe, ich komme damit nicht. Ich bin kein PC-Spieler, Alter. Oder eigentlich schon viel PC-Spielen, aber ich komme mit diesen Tastaturdingern immer nicht klar, wenn du weißt. An sich ist die Steuerung jetzt nicht verkehrt, aber kein. Soll ich mal kurz abholen? Weiter da. Ich denk mir da immer, wenn ich sehen würde, dass irgendein Gegner kommt. Ich meine, klar, du solltest deine ganzen Kameraden im Stich lassen, aber das ist nur das, was ich mache. Denk ich mir über, Alter,
siehst, dass dann da jemand kommt und deine Kameraden zerfetzt, ey. Ich glaube, ich würde das einfach bleiben. Das ist absolut großartig. Du hast Archera besiegt. Du hast Archera besiegt. Das ist fantastisch unglaublich. Fantastisch gemacht. Du bist diesen berühmten Fremdling, nicht wahr? Wie sie mich immer alle kennen. Unsere Leute haben es erfolgreich zurück ins Dorf geschafft und das nur dank dir. Ich schwöre bei der Sonne von Judia, dass ich dich irgendwann entlohnen werde. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Kannst du mir was Monument sagen? Morai-Ruinen. Natürlich, meine Oma hat mir von ihnen erzählt, als sie noch klein war. Die Ruinen gehören zu einer blühenden Königreich, das aber in der Erde versank. Doch das ist nur eine Legende. Niemand glaubt, dass diese Geschichten wahr ist. Im Moment bin ich nur daran, die Silibranziden aufzuhalten. Der Priester, der dich begleitet hat, wollte wissen, wo das Monument ist. Er dachte, es ist ein Hinweis darauf, wo sich die Ruinen befinden. Das Monument befindet sich von hier aus auf dem Weg zur Argela-Salzebene. Da wirst du auch den Priester wieder treffen, mit dem du herkommst. Was ist das eigentlich für ein Papier in deiner Hand? Du hast es bei Archera gefunden. Wenn er es bei sich hatte, dann muss es zweifellos wichtig sein. Dürfte ich mal schauen? Ja, da hast du es. Ich habe es nicht bei mir. Ja. Dieses Dokument ist zu beschädigt, um es zu verstehen. Moment, ich kann einige Dinge identifizieren. Bitte gib mir einen Moment. Ich glaube, ich kann beschädigtes Schnell wiederherstellen. Ich habe gehört, wie die Schatzsuche über den Heimorn unterhielten. Auf dem Kontinent sein sollen in den Ruhm. Vielleicht auch dessen Schätze. Möge der Segen der Sonne mit dir sein. Wie der kleine Priester schon wieder vorgerannt ist. Vielen Dank, aber das war nicht nötig. Ich wäre auch ohne dich mit ihnen fertig geworden. Ja, das hat man gesehen, nachdem wahrscheinlich alle draufgegangen sind und versklavt wurden. Vor allem du als Einzelne. Yeah. Das ist der Priester, man weiß schon. Oh, geh schon mal vor. Ich komme nach. Kommst hin? Oh, hallo, ich bin schon hier. Dämlicher Penner. Ein Hinweis zu Morai. Ich wusste es, die Monumente gehören zu den Morai-Ruinen. Welche Vergangenheit glauben wollen, von denen die Ältesten sprachen? Ah, warum ah? Erinnerst du dich an die Schamanin Donna, die Baldi erwähnt hat? Diese Schamane besitzt mystische Kräfte, die sie von ihnen angeerbt hat. Das ist erst der Anfang. Drückt manchmal zu schnell. Kisa, der König Enkavias, spielte mit dunkler Magie, um so mächtig wie der Held Lotera zu werden. Aber Thanatos, die Kreatur, die Kisa aus der äußeren Sphäre beschwor, war jenseits menschlicher Kontrolle. Nachdem eine riesige Welle die Erde erzittern ließ, versank die Hauptstadt Morai in Finsternis. So, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Lost Ark. Macht's gut und Servus.